Ein fröhliches Miau und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Factorio Riolro. Mit Stromschwankungen zum Beginn. Yippie! Hier haben wir gerade mal ein Problem. Prost, Mahlzeit und Hallo. Ja, wunderbar, ja, wunderbar, ja, wunderbärtchen. Das Problem werden wir jetzt mal so schnell wie möglich versuchen, aus der Welt zu schaffen. So, dann werden wir mal ganz kurz hier abernten. So, damit lüftet wieder. So, wo ist meine Stromversorgung? Da ist meine Stromversorgung. Vier Tüdelüs laufen. Machen wir mal nur ein paar mehr. Ein paar Tüdelüs mehr. Abbauen das Licht. Habe ich einen Ruby? Da ist ein Grabber. Grabby ist da. Grabby, Grabby, Grabby. Grabby, Grab. Grab mal da rein. Lad mal ein. Ja, wunderbar. Haben wir noch immer Stromschwankungen? Nein. Aber Forschung muss ich tun. So, blaue Flaschen gibt es jetzt. Schwefel, Solar, Eisenbahn. Jetzt kommt die Eisenbahn, Leute. Jetzt kommt endlich die Eisenbahn, worauf ihr alle gewartet habt. Ich weiß das doch. Ihr habt alle auf die Eisenbahn gelauert. Ne? Ja, habt ihr. Ich weiß das doch. So. Jetzt oder nie mit der Eisenbahn, oder wie? Den Spruch mag ich. Den habe ich mir selber mal aus Zufall ausgedacht. Jetzt oder nie, oder wie, Leute? Jetzt oder nie, oder wie? Hier mit der... Jetzt aber, ne? Jetzt oder nie, oder wie? Hier läuft das jetzt. Nee, irgendwie nett, ne? Irgendwie nett. Das fluppt nicht so recht, dat. So. Die Forschung rödel, rödel, rödel. Das wundert mich, dass wir mittlerweile geschafft haben, wieder so viele hier wieder anzukriegen. Boah, krass, ey. Ich bin da gerade selbst etwas von mir überrascht, dass ich so viele Forschungen aktuell ans Laufen kriege. Hoppla. Da bin ich dann doch etwas von mir verwundert. Ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass man so viele betreiben kann. So, und ich behaupte, jetzt habe ich die meisten Factorio-Spieler mit Forschungsgeschwindigkeit überholt. Ne? Weil die wenigsten haben so viel rote Flächenproduktion. Ne? Ich weiß das doch. So, aber wir haben hier hinten noch unser Problemkind. Nur unser Problemkind. Hier hinten. So. Machen wir mal weiter. So, wo ist meine Chemie? Meine Chemietröte. Hier ist die Chemietröte. Machen wir mal hier hin. So. Danke. Danke dafür, danke dafür, danke dafür, mein Freund. So, das System wird, so wie ich das aktuell sehe, nicht lange funktionieren hier. Wohl doch, das könnte klappen. Nee, eigentlich nicht. Ich sehe das System jetzt schon gefährdet hier, was ich mir mal ausgedacht habe. Ja, das ist eigentlich jetzt schon gefährdet. Hier, warte, warte, warte. Ja, das war klar natürlich. Sowas ist bei mir klar. So, damit sollten die eigentlich verbunden sein. Die Eisenbahn ist fertig, jawohl. So.
Mach mal hier. Wunderschön. Habe ich Bänder? Nee. Ich habe gar nichts. Dann gehe ich mal ganz kurz gar nichts holen. Ne, alles läuft wieder. Nee, eigentlich nicht. Sehr schön. Sehr schön. Das wollen wir mal kurz ändern, ne? Kann ich ins braunen Splitter? Dafür brauche ich Platten. So, damit läuft das hier mal wieder ein paar Sekunden. Splitty einbauen. Ne, das kann ja nicht wahr sein, ne? Kann ja nicht wahr sein, dass schon wieder hier alles voll ist hier. Muss wieder gesplittet werden. Ne? So gefällt das doch. So, ich brauche mal noch einen Splitter hier, weil da ist schon wieder da. Oben ist noch Kapazität. Da aber noch nicht. Also splitten wir hier. Machen wir jetzt hier wirklich das Band rappeldicht. So, mehr fasst das Band aktuell nicht. Mehr schafft das Band nicht zu fassen, Leute. Mehr geht nicht. Ja, mehr nicht möglich. So. Was wollten wir machen? Wir wollten Fließbänder holen und ein paar Rubis. Ah, nicht so viel. Das ist schon besser. Nicht so viele Roboter. Ich kann nicht mit so vielen Robotern was anfangen. So, jetzt habe ich 100 Fließbänder. Sehr schön. So, hier oben sind doch auch noch reichlich Fließbänder, ne? Sehr schön. Nehmen wir noch mal ein bisschen Stahl mit. Gefällt mir. Ich weiß, ich arbeite noch. Ich muss unbedingt bald mal umschwenken. Ich weiß. Aber ich will noch nicht, Leute. Ich will noch nicht. Der Tigo will noch nicht so schnell die Zukunft einläuten. Der Tigo will noch ein bisschen in der Vergangenheit gammeln. Das müsst ihr mir doch auch verstehen, ne? Dass der Tigo nicht immer die Zukunft direkt will. Ne, man, das braucht doch alles seine Zeit. Ich brauche mal ganz viele Zahnräder. Sekunde, ich hole mal ganz viele Zahnräder. Wo sind meine Zahnräder? Wo ist das Band für die Zahnräder? Da ist das Band für die Zahnräder. Sekunde. Ich habe jetzt satte Zahnräder. Jetzt fragt euch, warum baut er denn jetzt rote Fließbänder, wenn er noch keine roten Fließbänder so gerne benutzen möchte? Das liegt daran. Ich habe gerade gedacht, ich nehme nicht auf. Das liegt daran, dass die roten Fließbänder eine deutlich weitere Spannung haben. Seht ihr, wie weit das ist? Die Lampe ist natürlich arg dämlich platziert. Das heißt, die wird direkt demontiert, die Lampe. Und an neuer Stelle montiert, ne? So. Wunderbar, die Lampen. So. Bänder hier. So, Leute. Schlimm mit dem Tigo, ne? So. Dann noch hier. Habe ich ein Fließband? Ja. Unterführungsfließband. Da ist es. So. So. Fahr mal kurz weg hier. Perfekt. Hoppla. Zack. Zack. Genau. Genau so. War natürlich wieder intelligent von mir gelöst. Ne, so. Da ist Kohle, dann kommt da Plastik, dann braucht man noch ein bisschen Saft. We need ein bisschen Saft. Saft ist da, Saft ist hier. Tralala, lalala, lalala. So, jetzt wird es natürlich kompliziert.
ohne komplett hier die Erweiterungsmöglichkeiten auszuschließen. Ich brauche die roten Untertunnelung. Hier, ernsthaft, das brauche ich hier wirklich. Ne, hier braucht man wirklich zwischendurch mal eine rote Tunnelung. Ist das das Höchste? Das ist wirklich das Höchste. Geil, ey. Wir werden ein bisschen Beilauf machen, dann werden wir durchhuschen. Wir werden so einen Durchhusch machen. Da ist es. Ne, so ein Durchhusch-Husch. Kenne doch so ein Durchhusch-Husch. So, und damit habe ich natürlich falsch gebaut. Bau mal ab. Bau mal hin. Nicht da, ich brauche da. So, Knick. Voila, voila, voila. Damit ist das auch schon im Weg. Holen wir mal kurz ab. Weg. Sehr schön. Guck mal. So. Wir brauchen noch mal ein paar Eisenplatten. Nichts leichter als das. Aktuell. Ja, nichts leichter als das aktuell. Ich würde sagen, dann laufen wir hier so, machen wir hier so einen Bypass. Ne, so eine Beiaktion. So. Bänder. Sehr gut, sehr schön. So, dann. Danke dafür. Danke, 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 danke. Automatisierter Schienenverkehr. Sehr, sehr gut. 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 Sehr schön. Automatisierter Schienenverkehr. Lalalala. So, hier ist dann kein Erz. Machen wir noch eins so. So ein bisschen Erz übrig bleiben ist okay. Ne? Ich muss wirklich bis zum Band. Und so, da waren die Bänder auch schon weg. Da verließen sie ihn. Sehr schön, keine Bänder mehr. Ich liebe es. Da sind meine Bänder. So, da sind die neuen Bänder. Irgendwie habe ich heute einen Frosch im Hals, glaube ich. Ei, Karamba. Ei, Karamba. Aber Gott sei Dank ist gleich die Folge vorbei. Feucht leider, für mich Gott sei Dank. Denn so viel länger kann meine Stimme ohne einen Schluck Wasser nicht mehr aushalten. Obwohl, gönnt ihr mir mal ein kurzes Schlückchen hier. Kurzes Schlückchen Tropfen Wasser, warte. Ich muss mir mal kurz einschenken. Ah. So, eingeschenkt. Sehr, sehr gut. Sehr, sehr schön. So, ich gönne mir mal kurz einen Schluck. Na gut, waren vier. Ah, so, meine Stimme kratzt jetzt hoffentlich nicht mehr so. Jetzt kommt aber das hier. Ich brauche Stein, Stahl und Stange. Stein, Stahl, Stange. Habe ich gerade keinen Bock drauf. Also bauen wir die manuell. So, da waren sie. So, wo wollte ich nochmal den Bahnhof hinbauen? Da muss ich hin. Das heißt am besten hier irgendwie so.
Okay. Hier ist irgendwie ein bisschen dunkel, würde ich sagen. Sowas können wir jetzt erforschen. Fortgeschrittene Ölverarbeitung. Hört sich prophylaktisch erstmal gut an. Aber kann ich noch nicht. Motor würde ich dann erstmal. Oder ein Auto. Ein Auto. Ein Auto. Ich Idiot. Ein Auto wäre doch geil. Mal ein Auto wäre schön. So, jetzt leuchtet es auch ein bisschen wieder mehr hier. So, Schienen sind in Arbeit. Wir haben aber trotzdem schon gute Schienen hier. So, dann wollen wir mal, ne? Da ist ein Wald. Warum ist denn hier immer ein Wald? Die stehen im Weg. Alles steht in meinem Weg. Und damit beende ich auch die Folge. Und in der nächsten Folge werden wir Förster spielen. Und damit sage ich noch einen schönen Tag unten.